Es ist Montag, der 24. Oktober 2016. Zeit für die Gaming News und das sind die heutigen Themen. Civilization 6, das Rundenstrategiespiel, ist auf Steam bereits einen Tag nach dem Release ein voller Erfolg. Wolfenstein New Colossus. Bethesda hat auf der E3 was gezeigt, das Ganze hat es noch weiter aufgeheizt, es gibt Hinweise auf einen neuen Wolfenstein-Titel. Landwirtschaftssimulator 2017, ein neuer Launch-Trailer ist raus und auch die ersten Informationen zu den Pre-Orders sind verfügbar. Red Dead Redemption 2, Rockstar lässt die Katze aus dem Sack, das Spiel ist angekündigt, vorab nur für Konsolen, aber es gab auch noch ein paar weitere Informationen. Und meine Top-Meldung, Nintendo Switch. Nintendo gibt die neue Konsole bekannt, sie sieht irgendwie anders aus, aber irgendwie doch etwas, wie wir schon kennen. Moin moin Leute, mein Name ist Ree Phaser und ich heiße euch herzlich willkommen zu den Gaming News. Wir fangen heute mit einem Titel an, was ich normalerweise nicht wirklich spiele oder zeigen würde, es ist Civilization 6. Civilization ist eine Reihe, die sehr, sehr erfolgreich und sehr beliebt ist, aber mich persönlich hat es nie angesprochen. Aber umso interessanter fand ich die Meldung letzte Woche, denn das Ganze ist ja rausgekommen und nach nur einem Tag bereits bei Steam in den Top 3 Games gewesen. Das waren nur hinter Counter-Strike Global Offensive und Dota 2 mit über 111.000 Spielern gleichzeitig online. Das zeigt wirklich, dass das Spiel zum einen sehr, sehr stark eine starke Nachfrage hatte und zum anderen, dass es auch erfolgreich gelauncht ist. Bleibt jetzt natürlich nur abzuwarten, ob es auch so bleibt. Denn No Man's Sky wurde auch sehr, sehr stark gehypt in den ersten zwei Tagen. Als die Leute gemerkt haben, ist nicht ganz das, was sie erwartet haben, ist es auch relativ schnell wieder verschwunden. Ich glaube, bei Civilization 6 müssen wir das Problem oder darüber uns keine Sorgen machen. Es ist eben ein Spiel, was nur eine sehr bestimmte Zielgruppe anspricht. Aber diese Leute haben ewig auf das Spiel gewartet und deswegen hoffe ich auch, dass es gut für sie ist. Ich werde es mir nicht kaufen, ich werde es auch nicht spielen. Es ist einfach nicht mein Genre. Aber ich verstehe und viele Freunde von mir haben dieses Spiel oder die Spiele vorher gezockt und sagen, sie sind einfach nur geil und da kann man Stunden drin verbringen. Natürlich ist meine Frage an euch, habt ihr euch das Spiel auch gekauft und falls ja, was ist es für euch? Warum spielt ihr gerade dieses Spiel, warum ist es so ein Genre oder vielleicht auch die ganzen Sachen, die Civilization anbietet, die für mich einfach viel zu viele sind, die euch ansprechen, wo ihr sagt, ist geil, würde ich definitiv jedem Strategiefreund empfehlen, dass er sich das Ganze mal anschaut. Schreibt es gerne unten rein, unten in der Videobeschreibung ist der Link zu meiner Quelle, da sind noch ein paar weitere Informationen zu dem Game. Ich finde es aber auch gut zu sehen, dass solche Games auch mal, ja ich sag mal, die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen und nicht immer wieder die gleichen Games nur in den Top sind, wie zum Beispiel Battlefield 1 oder Call of Duty. In der vergangenen Woche gab es auch mal wieder Gerüchte um einen neuen Wolfenstein-Titel, welcher sich ja Wolfenstein New Colossus nennen soll. Auf der E3 hat Bethesda ja so einen ganz kleinen Teaser-Trailer gehabt, der nicht wirklich das Spiel gezeigt hat, aber in ein MS-DOS-Eingabeaufforderungsfenster einfach diesen Titel irgendwo neben andere Titel von Wolfenstein dargestellt hat. Das Ganze haben sich viele gedacht, okay, es kommt bestimmt irgendwann raus, bla bla bla, es ging hin und her und jetzt hat der Sprecher des Hauptcharakters in Wolfenstein in einem Gespräch mit, muss ich kurz lesen, Two Left Sticks nochmal gesagt, ja, ihr erinnert euch vielleicht an den kurzen Teaser-Trailer der Pressekonferenz auf der E3. Es könnte sein, dass wir gerade daran arbeiten und das Ganze vielleicht eventuell sogar nächstes Jahr rauskommt. Das Ganze sorgt für Furore und eigentlich sind sehr, sehr viele sich schon sicher, es wird an einem neuen Wolfenstein bei Bethesda gearbeitet und der wird New Colossus heißen und wird definitiv 2017 rauskommen. Ich persönlich habe die alten Wolfenstein-Teile mal ab und zu gespielt. Sie haben mich nie gefesselt, ich fand sie nie besonders gut, aber auch nicht schlecht. Deswegen ist das für mich eine Meldung, wo ich sage, ja, okay, wenn es rauskommt, gucke ich es mir an, wenn nicht, geht für mich auch nicht eine Welt unter. Aber wie ist das für euch? Sagt ihr, ja, neuer Wolfenstein-Teil wäre richtig geil, würde euch richtig Spaß machen? Oder habt ihr schon genug andere Ego-Shooter, die ihr aktuell spielt? Wolfenstein-Teil hat immer ein bisschen mehr Fokus auf den Singleplayer gehabt, was bis jetzt eigentlich bei Call of Duty und Battlefield 1, also die großen, ein bisschen gefehlt hat. Aber ich habe gehört, bei Battlefield 1 der Singleplayer soll auch richtig gut sein. Naja, jedenfalls frage ich mich, wie ihr zu Wolfenstein steht. Schreibt gerne unten rein, ob ihr sagt, ja, wäre geil, ein neuer Teil zu haben. Oder vielleicht sagt ihr auch, mit New Order habe ich noch mehr als genug zu tun. Ich brauche keinen neuen, sondern die lieber an andere Titel arbeiten. Und diese Woche ist die Woche der komischen Spiele und dementsprechend muss ich auch Landwirtschaftssimulator 2017 reinbringen. Warum? Weil ihr es mitbekommen habt, habe ich in der letzten Woche ja eine kleine Verlosung gemacht und gefragt, auf welches Spiel freue ich mich am meisten, was am 25. Oktober rauskommt. Und irgendjemand hatte tatsächlich Landwirtschaftssimulator 2017 reingeschrieben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mit diesen Games überhaupt nichts anfangen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie solche Spiele Spaß machen, genauso wie die ganzen ETS-Sachen. Aber ich weiß, dass eine große Fanbase dafür vorhanden ist
und dass solche Leute diese Spiele mögen. Und gerade so, wie ich es mitbekommen habe, ist es in Deutschland sehr weit verbreitet. Aus dem Grund habe ich mir gedacht, warum nicht hier darüber auch sprechen. In der letzten Woche haben sie ja einen Trailer rausgebracht, in dem sie gezeigt haben, was einem alles erwartet, mit Ernten, mit Traktoren, oh mein Gott, wie kann man das, na egal, ihr wisst, was ich meine, und auch gesagt, was gibt es für Pre-Order-Boni. Ihr müsst euch vorstellen, ich spreche gerade über einen Simulator für Landwirtschaft mit Pre-Order-Boni und wer hätte es gedacht, die Pre-Order-Boni sind zwei Traktoren. Uhuhuhu, freuen die Spieler natürlich bestimmt sehr und ich möchte hier natürlich nichts Schlechtes über das Spiel sagen, denn ich glaube, für Leute, die auf solche Spiele stehen und auf so ein Genre, ist das definitiv eine coole Sache, auf die sie sich freuen. 25. Oktober geht's raus, Pre-Order-Editionen gibt es auch und in der Videobeschreibung ist zu der Quelle und auch zu den Pre-Order-Editionen jeweils ein Link. Schaut es euch an, falls euch das Genre gefällt und schreibt mir gerne unten rein, falls ihr solche Spiele spielt, was machen sie für euch aus? Warum spielt ihr sie? Warum sagt ihr, das ist eine coole Sache, das ist richtig cool zum Entspannen, ich komme mir vor wie ein richtiger Bauer. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen und möchte natürlich jetzt nicht sagen, es ist falsch. Ich sage mal, wer ein geiles Spiel hat und Spaß daran hat, der macht nichts falsch und dann hat er auf jeden Fall Spaß mit einem Game. Und darum, das wollen wir alle, die einen mit einem Genre, die anderen eben mit einem anderen. Schreibt mir gerne eure Meinungen dazu unten rein. Und eine der Top-Meldungen der vergangenen Woche war ja die offizielle Ankündigung von Red Dead Redemption 2. Viele Leute haben sich ja schon gedacht, nachdem ja Rockstar da so ein bisschen was mit ihren Hintergründen in den Social Medien geändert hatte und in der letzten Woche ist es dann so rausgekommen, wir werden es rausbringen, hier ist ein kleiner Teaser-Trailer und alle Leute sind komplett durchgedreht, weil sehr, sehr viele Leute sich schon auf das Spiel gefreut haben. Ich persönlich gehöre irgendwo dazu und auch irgendwo dann nicht, weil ich muss gestehen, ich habe Red Dead Redemption 1 nie gespielt, da ich zu der Zeitpunkt keine PS3 hatte. Es gab bis jetzt keine PS4 Remastered Version, soll mit PlayStation Now, aber wenn es auch bei uns in Deutschland irgendwann erhältlich ist, spielbar sein, darauf freue ich mich sehr. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass Red Dead Redemption 2 mich auch ansprechen wird und ich freue mich auf das Spiel. Worauf ich mich nicht so freue und was ich ein bisschen schade finde, das Spiel kommt nur für die PS4 und für die Xbox One raus. Eine PC-Fassung ist aktuell nicht geplant und es soll Ende 2017 sogar schon so weit sein. Wir kennen Rockstar, das Ganze kann sich ein bisschen verschieben, also gehe ich nicht vor 2018 davon aus. Zusätzlich gab es aber noch ein paar Informationen. Das Ganze ist so, dass Rockstar und Sony wohl eine kleine Kooperation haben, wodurch die Vorbestellung auf der PS4 sich ein bisschen mehr lohnen sollte als auf der Xbox One, weil viele der zusätzlichen Online-Inhalte auf der PS4 vorab verfügbar sein werden. Und hier haben wir auch den größten Punkt, Online-Inhalte, denn Red Dead Redemption 2 wird nach den Gerüchten und nach so ein paar Sätzen, die man rausgelesen hat, wohl auch einen Online-Modus bieten. Und wenn man davon ausgeht, dass es mindestens so groß ist wie GTA Online, glaube ich, könnte das nächste richtig große, geile Ding werden, was man zusammenspielen kann und wo man ein richtig geiles Erlebnis hat. Ich freue mich sehr auf das Spiel. Ich frage euch natürlich, was sagt ihr? Ist das eine Sache, die ihr cool findet? Werdet ihr es euch holen? Sagt ihr, ich finde es mal wieder richtig kacke, dass es nicht für den PC rausholt oder rauskommt? Oder sagt ihr, ja, ich habe sowieso eine Konsole und einen PC. Ich würde es wahrscheinlich eher auf der Konsole als auf dem PC spielen. Schreibt mir gerne eure Meinung unten rein. Und meine persönliche Top-Meldung der vergangenen Woche war die Ankündigung des Nintendo Switch. Viele von euch werden es wahrscheinlich gesehen haben, Nintendo hat ja die ganze Zeit so ein bisschen im Verborgenen schon ein bisschen angekündigt, wir arbeiten an einer Konsole, das Ganze wurde als Nintendo NX ja irgendwie in den Medien verbreitet und vor letzter Woche haben sie dann den Trailer gedroppt und gesagt, das ist das, woran wir arbeiten, das ist Nintendo Switch. Man weiß nicht sehr, sehr viel darüber, man konnte aus dem Trailer sehr viel entdecken, zum Beispiel, es ist irgendwie ein bisschen was wie Nintendo Wii U, aber irgendwo auch nicht, denn Nintendo Switch wird keine Touch-Steuerung haben. Das Ganze wird auch nur auf einem Bildschirm spielbar sein. Das ist jetzt nicht so, dass ihr das Ganze in der Hand habt und teilweise auch auf den Bildschirm schaut, sondern ihr könnt die ganze Konsole hier entweder einstecken und auf großen Bildschirmen spielen oder portabel machen und mit euch mitnehmen und so wie es aussieht, auch in der gleichen Grafikqualität, die sehr gut aussah, weiterhin portabel mitspielen. Meine große Frage ist, was für eine Batterielaufzeit hat das Ding und werde ich 300.000 Powerstations brauchen, um irgendwie länger als eine Stunde spielen zu können, bin ich sehr gespannt. Der Controller an sich ist sehr interessant. Es gibt so einen richtigen Controller, ich sag mal wie ein PlayStation oder Xbox. Ihr habt aber auch diese zwei Sticks, die ihr neben dem Bildschirm steckt und damit spielen könnt. Und es war sogar so, dass ihr diese zwei Sticks zu jeweils einem Controller machen könnt, um Multiplayer an dem gleichen Bildschirm zu spielen. Das heißt, es scheint sehr flexibel zu sein und ich glaube, Nintendo geht schon den richtigen Ansatz damit. Es ist was komplett anderes als das, was wir kennen, aber doch gut genug, dass man es versteht, weil es diese einzelnen Sachen in unterschiedlichen Plattformen schon gibt. Das Letzte und was ich sehr interessant fand, es wird keine Discs geben. Inwieweit das eine gute Sache ist, weiß ich nicht, denn in den Trailer sieht man, wie jemand so eine Art SD-Karte reinsteckt und wir wissen ja, wie gut SD-Karten oder ROMs zu knacken sind. Ich hoffe, dass sie da nicht wirklich in die Piraterie reinfallen, aber wie man Nintendo kennt, die werden da schon ein bisschen was dagegen machen. Im Großen und Ganzen finde ich es interessant, definitiv. Werde ich es mir kaufen?
weiß ich noch nicht, denn für mich kommt es sehr darauf an, was für Games dort erscheinen werden. Kommt da ein richtig cooles Zelda-Game, hat mich die Konsole schon gewonnen. Wenn es wieder Probleme gibt, wie mit der Wii U, mit Third-Party-Herstellern, dass Nintendo viele Games, die auf anderen Konsolen rauskommen, nicht bekommt, dann sehe ich eher schwarz. Aber ich glaube, Nintendo, oder ich hoffe, Nintendo hat von den Problemen, die sie mit der Wii U und mit der Wii hatten, gelernt und dass sie das Ganze ein bisschen massentauglicher machen und nicht nur auf Familien bezogen. Meine Frage natürlich an euch, was haltet ihr davon? Habt ihr den Trailer gesehen? Sagt ihr, ja, ist eine coole Sache, ich freue mich da irgendwie schon ein bisschen drauf, ich warte auf ein paar mehr Informationen? Oder seid ihr ein Nintendo-Fanboy, was ich früher auch war, und sagt, ist mir scheißegal, kaufe ich sowieso? Oder vielleicht sagt ihr ein Nintendo-Hater und sagt, mir egal, was sie rausbringen, ich kaufe es mir sowieso nicht. Schreibt es mir gerne unten rein, ich bin sehr gespannt, was eure Meinung dazu ist. So Leute, das waren sie, meine Gaming-News der vergangenen Woche. Ich hoffe, euch wie gewohnt amüsiert und informiert zu haben und hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Und bis dahin, ciao, ich bin da mal raus.